Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Arc Storyline. Wie ihr seht, befinde ich mich auf meinem Giga vorm Eingang zur Schneehöhle. Oben in der Kuppel, da befinden sich meine anderen neuen Gigas und der Jutyrannus. Wir wollen heute mal wieder den Eistitan beschwören. So, eigentlich möchte ich den Eistitan nicht töten, sondern zähmen. Deswegen habe ich in meinem Inventar auch meinen guten Mac. Hab einiges an Element dabei, ein bisschen mehr als 100, 120 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich habe die ganzen Raketen dabei, die der für seine spezielle Waffe benutzen kann. Und der Plan ist folgender: Wir gehen hier mit dem Giga durch die Höhle. Wir sammeln das Artefakt ein. Ich habe alles andere auch noch dabei. Wir brauchen außerdem 10 Spinosaurier-Segel und 10 Tirizino-Krallen und 100 mutierte Herzen. Die habe ich alle dabei. Und wenn wir das dann alles zusammengesammelt haben mit dem Artefakt, dann können wir, wie gesagt, den Eistitan beschwören. Und dann rennen wir schnell mit dem Giga zu den anderen Gigas. Ich hoffe, dass der da nicht schon irgendwie aggro auf mich wird, sondern sich vielleicht mit irgendwas anderem erstmal beschäftigt. Ich habe den Vorraum sozusagen, den Platz, wo der Titan spawnt, nicht irgendwie geklärt oder so. Wie schön alles stehen gelassen, was da so gespawnt ist. Denn das ist nämlich so ein bisschen meine Hoffnung. Ich weiß, dass sich der Eistitan sehr leicht von anderen Tieren ablenken lässt. Und ich möchte gerne mit dem Mac so ein bisschen außerhalb warten, bis der von irgendwas abgelenkt wurde und sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und dann möchte ich versuchen, mit diesem großen Raketengeschütz, das er auf seinem Rücken trägt, wenn man es denn ausgerüstet hat, dann möchte ich damit versuchen, seine korrumpierten Nodes zu beschießen. So, ich habe mich natürlich vorher ein bisschen schlau gemacht und habe mir auch ein paar andere Videos angeguckt, findet aber schwer irgendwie was, ja, wo Leute das mal wirklich solo machen und die das dann auch irgendwie vernünftig erklären oder so. Ich hatte jetzt jemanden gefunden, der hat behauptet, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der hatte einen ganz normalen, gewöhnlichen, regulären Mac mit so einem Raketensystem. Wir haben ja einen, der ist ja 100 Level besser als ein regulärer. Und der meinte, es reichen 2 Schuss pro korrumpierter Node. Und dann sind die kaputt. Das heißt, man muss ihn halt nur 2-mal an der richtigen Stelle treffen. Zuerst spawnt die korrumpierte Node an der Ferse von einem der Füße. Ich weiß jetzt nicht genau welcher. Ich glaube, der rechte Fuß. Die Ferse am rechten Fuß. Dann, glaube ich, irgendwie auf einer seiner Schultern. Was weiß ich, vielleicht die linke Schulter. Und als letztes, die dritte Node, die spawnt dann an seiner Brust oder an seinem Herzen oder unter seinem Kinn oder wie auch immer man das nennen möchte. Die ist ein bisschen schwieriger zu erreichen. Die an der Ferse, die kriegt man natürlich gut, die ist relativ weit unten und steht ja relativ weit außen vor. Die an der Schulter, die ist dann halt schon relativ weit oben. Da muss man dann halt schon immer gucken, dass man irgendwie nach oben zielt. Oh, nerv nicht. Ja, geht jetzt gerade nicht. Das ist immer so ungünstig, dass man das nicht ausschalten kann, diese Animation. Ja, bei Tieren, die springen können, da kann man zur Not immer noch hüpfen und dann lassen die das alles fallen. So, wir müssen hier mal auspacken. Ich bin ja sowieso schon so dermaßen überladen. Wir kommen jetzt zum Artefakt. Das müsste da auf der Insel sein und da ist es auch. Sehr, sehr zuverlässig. Und das ist schön. Ja, warum habe ich denn überhaupt die ganzen anderen Gigas dabei? Also für den Fall der Fälle, dass es halt einfach nicht klappt, ja. Wenn ich meine gesamte Munition verschossen habe zum Beispiel, also meine ganzen Raketen, dann habe ich ja sowieso keine Chance mehr, großartig den zu tanken. Also ich kann dann noch schnell. Ich kann dann halt noch versuchen, mit diesem Bolter oder Blaster oder was weiß ich, diese Pistole, die immer dabei haben. Damit kann ich es dann natürlich noch so lange versuchen, bis das Element leer ist. Aber wenn das dann auch leer ist, dann habe ich halt wirklich absolut keine Chance mehr, den irgendwie noch zu zähmen. Und für den Fall der Fälle habe ich halt deswegen die Gigas da. Dann können wir den wenigstens bekämpfen, nochmal eine Kopftrophäe von dem kriegen. Und wenn sie den nicht gleich wieder auffressen, können wir vielleicht sogar nochmal einen Skin von dem bekommen. Dann haben wir halt die Kreatur nicht. Wobei ich dann sagen würde, dass falls wir das nicht schaffen, dann hat sich auch die Sache mit dem Beta King Titan erledigt. Denn wenn wir nicht
den Wald- und den Eistitan haben. Also die beiden würden vielleicht den Beta-Titan schaffen. Nur mit dem Wüstentitan oder nur dem Wüstentitan um einem der anderen beiden, glaube ich, klappt das nicht. Also wir brauchen schon Eis und Wald, denke ich mal, für den anderen. Weil der Wüstentitan, der macht dann einfach doch zu wenig Schaden und hat selber zu wenig Leben. Ja, das heißt, ob wir den Beta-King-Titan machen oder nicht, hängt halt davon ab, ob wir die beiden Titanen, die wir jetzt noch nicht gezähmt haben, gezähmt bekommen. Und weil ich aber keine Lust mehr auf diesen ewigen Grind habe mit dem mutierten Herzen, bleibt es auch bei diesem einen Versuch. Na, also ich werde jetzt nicht dann nochmal 100 und 200 und 300 und 400 und 500 mutierte Herzen farmen. Das dauert einfach ewig. Weil die sammeln die ja wirklich nur in den seltensten aller Fällen auf. Deswegen, ja, habe ich dazu ehrlich gesagt keinen Bock. Wir kommen ja auch so langsam zum Ende des Jahres. Ich weiß gar nicht genau, wenn ihr das hier seht, ist vielleicht sogar schon, muss mal kurz nachgucken, ja, dann ist schon das neue Jahr, wenn ihr diese Folge hier seht. Frohes Neues. Und ich weiß nicht genau wann, aber sie haben mir gesagt, im Januar soll Genesis kommen. Das wird jetzt nicht direkt am Anfang kommen, wäre natürlich cool, weil eigentlich sollte es ja schon im Dezember kommen. Das heißt, wenn sie sagen, na, wir bringen es erst im Januar raus, selbst wenn sie es Anfang Januar bringen, bringen sie es ja immer noch später raus als geplant. Aber ich fürchte mal, dass es eher gegen Ende Januar sein wird, wenn sie das rausbringen. Das wiederum hieße, wir haben ja eigentlich dann noch fast einen ganzen Monat, wo wir Sachen aufnehmen können oder zeigen wollen. 3 pro Woche. Ich wollte auf jeden Fall nochmal zurück nach The Island. Wie gesagt, wir versuchen jetzt den Eistitan und wir versuchen auch nochmal den Waldtitan zu zähmen. Ich werde bei beiden mal die Giga-Armee mitnehmen, dass wenn ich merke, es klappt nicht, dann bringen wir den wenigstens nochmal um. Und dann gehen wir zurück nach The Island, machen da unsere Extinction-Ausstellung in unserem Museum fertig. Und dann wollte ich mir nämlich noch eine kleine Tech-Base mit allen Tech-relevanten Dingen auf die Island erbauen und auch mal so Unterwasser-Compartments ausprobieren. Das habe ich nämlich noch niemals gemacht, diese Unterwasser-Basen. Und das will ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Dafür werden wir ja auch ein paar Folgen brauchen. So, ist jetzt hier irgendjemand? Ich glaube und hoffe nicht. Oh, ich bin so schwer. So, das Artefakt. Tirizinokrallen, Spinosegel, 100 Herzen. Und einmal Büsche beschwören. Dann bleiben wir mal hier in der Nähe. Das, ja, damit ich schnell aufspringen kann. Na, hoffentlich klappt es. Hoffentlich klappt es. Wir müssen jetzt erstmal schnell mit dem Giga halt dahin rennen, wo die anderen sind, ohne dass der auf uns aggro wird. Okay, da ist er. Die stehen da oben auf der Rampe, ja. Machen wir hier so einen Schlenker um ihn drumherum. Hoffen, dass andere Tiere... Ja, natürlich. Oh, immer dieses Gekacke. Wirklich. Mann, Mann, Mann. Das ist immer wichtiger als alles andere. Eistitan wird in die Mitte zurück... Ja, da, so hat der letzte Fight auch schon angefangen. Der Eistitan wird erstmal in die Mitte zurückgesetzt. Also der spawnt direkt gleich außerhalb des Rings. Was ich ein bisschen merkwürdig finde. So. Okay. Jetzt haben wir den hier. Ich steige hier ab. Du bist bitte auch passiv, falls du das nicht sowieso schon warst. Und lässt mich mal... Nimm die Schnauze da aus dem Bild. Wir packen jetzt mal den hier aus. Plönk. Und ja, wie gesagt, für den Fall der Fälle möchte ich schon mal den hier hinstellen. Und dann kann ich nämlich schnell auf alle angreifen oder sonst irgendwas pfeifen. Wir setzen uns jetzt hier rein. Wir packen dem... Ah, es sind sogar 130. Na schön. Diese ganzen Teile hier rein. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem Eistitan. Setzen wir mal hier den Helm auf. Für ein bisschen weniger Sicht. Da ist er. Dummerweise greifen die anderen Tiere den auch alle mit an. Das heißt, wir müssen uns erstmal einen guten Spot suchen. Jetzt hat er sich leider gerade umgedreht. Schade, war vorher besser. Dreh dich mal wieder. Ja. Da.
ein ewiges Hin und Her. So, ihr seht hinten auf dem anderen Fuß, da ist seine Korruption. Ich glaube, wir müssen erstmal unsere Fans hier beseitigen. Was schwer ist, weil die so klein sind. Mann, geht doch mal weg. So gesehen ist es doch sinnvoll, man räumt hier vorher ein bisschen auf. Noch ein Wolf. Weg. Ich treffe die halt auch nicht, ne? So, jetzt. Okay. Jetzt müssen wir uns sozusagen in Position bringen, ohne dass der uns bemerkt. Na, okay, das war ein Treffer auf ihn, weil wir so viel Schaden gemacht haben. Mist. Nein! Ah! Der dreht sich leider immer im falschen Augenblick. Ja gut, wenigstens... Oh, jetzt ist er außer Reichweite. Steh auf! Steh auf! Weiß nicht, ob wir den überhaupt schon irgendwann mal getroffen haben. Aber ihr seht, er ist eigentlich einigermaßen abgelenkt. Ich muss halt nur leider ein bisschen näher ran. Er slidet so. Oh, das? Ne, ist leider auch wieder daneben. Mann! Der wird jetzt sicherlich eh gleich wieder zurückgesetzt. Warum läuft denn der nicht? Warum slidet denn der nur? Jetzt ist er beschäftigt. Zu tief. Der könnte passen. Ja, das war richtig. Genau so muss es sein. Und, ist es weg? Es stimmt, es ist weg. Es stimmt. Zwei Treffer. No, muss hier sein. Bleib da. Mist. Mist, Mist. Der dreht sich immer viel zu viel. Ach ja, ich vergesse immer hier aus diesem Modus rauszugehen. Es stimmt, ihr braucht wirklich nur zwei Treffer. Ah, und eine gute Position. Er muss halt abgelenkt sein. Man muss relativ nah ran. Na, jetzt hat er sich wieder bewegt. Ach Mann, oh, bleib doch mal stehen. Bleib ruhig. Wenigstens haben wir ihn jetzt nicht nochmal verwundet. Ich will halt nicht zu nah ran, denn wenn ich zu nah rangehe, dann, oh, der könnte? Nee, doch! Der hat noch gezählt. Ah, der wahrscheinlich nicht. Oder? Doch! Er hat auch gezählt! Wir haben nur noch eine Korruption. Aber die wird schwierig, weil er halt seinen Nüschel immer davor hat. Nur noch eine. Wir müssen den jetzt sozusagen von vorne erwischen. Das ist halt schwierig. Na. Oh, warum dreht er sich denn immer so komisch? Ja. Sozusagen so. Ah, das war zu hoch. Lauf, spring, flieg, mach irgendwas. Hauptsache, du bewegst dich vom Fleck. Jetzt sind wir, ist er außer Ränderreichweite. Okay, das sieht gut aus. Er ist mit den Mammuts beschäftigt. Komm schon. Ja. Ja, Leute. Nein, nicht hochgehen. Musste ja jetzt sein. Die perfekte Position. Warum musstest du jetzt wieder irgendwas anderes machen? Achtung. Wir haben ihn. Nee, wir haben ihn nicht. Dieser hier braucht eins mehr, wie es scheint.
Lauf, flieg, mach. Ey, wir haben den 2-3 Mal da getroffen. Also irgendwie ist der verbuggt. Der bewegt sich überhaupt nicht richtig. Guckt euch das an, wie oft wir den da jetzt getroffen haben. Immer an der richtigen Position. Yes, wir haben ihn. Wir haben ihn. Beweg dich. Meiner. Meiner. Abbrechen. Schnell wieder in irgendein Tier. Ich sehe ja den Wolf. Ich hab ihn. Oh ja, lass mich einsteigen. Nö. Geht nicht. Geht nicht. Geht alles nicht. Warum auch? Warum sollte man in seinen eigenen Mac einsteigen dürfen? Ich sag euch, hier ist irgendwas ganz komisch verbuggt. Darf ich da mal auf dir reiten? Ey, ich kann einfach mit dem Ding nicht zielen. Ich kann ihn nicht reiten. Alpha Eistitan. Ach, was soll's. Wir haben ihn jedenfalls. Ich nehme hier erstmal einen Skin. Das ist mir ehrlich gesagt fast das Wichtigste. Ja, wir haben ihn. Cool. Dann, ja, weiß ich nicht, vielleicht einmal ausmachen, einmal anmachen oder was weiß ich. Ich meine, ich kann ja auch in den hier nicht rein. Geht ja auch nicht. Geht nicht. Nö. Okay, es geht. So, jetzt geht's endlich, ja? Ist okay. Ist gut. Mach aus. So, jetzt kann ich endlich hier wieder auf meinem Typen reiten. Also wirklich. Was das immer soll, ja? Ich verstehe es einfach immer nicht. Ich konnte auf kein einziges Tier konnte ich gehen. Auf kein einziges. Nirgendwohin. Super, super, super nervig. Und der Titan wird doch nicht ernsthaft angegriffen, oder? Kann das sein? Wer wäre denn so wahnsinnig? Na schön, ich packe hier auf jeden Fall erstmal meine Gigas wieder ein und auch den Typen hier. Und ich gehe mal davon ganz stark davon aus, dass man Titan nicht einfrieren kann. Ich habe es noch nie ausprobiert, vielleicht geht's ja. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Gut, wie gesagt, ich friere die hier erstmal wieder alle ein. Fangen wir mal mit dem Eutyrannus an. Und dann probieren wir den mal ein bisschen aus, den Titan. Okay, wir werden uns jetzt mal, ich habe jetzt alle eingefroren, hoffe ich. Ja, hier steht keiner mehr. Wir werden uns jetzt mal hier aus der Kuppel rausbegeben. Der braucht aber lange, ehe der sich mal umdreht. Aus der Kuppel rausbegeben und dann sehen wir uns ihn erstmal in der Helle an. So, wir haben linke Maustaste. Buh. Wir haben nichts getroffen. Yeah. Nochmal, linke Maustaste, komm schon. Boom. Sehr schön. Rechte Maustaste. Da kann ich, glaube ich, diese Dinger schießen. Ist hier mal irgendwo ein Tier? Da ist doch ein Mammut, oder? Was genau? Ah, den riesigen Eisball. Busch. C? Ah. Frostatem. Ziemlich krass. So, ich weiß, dass der aber auch ganz gut springen kann. Jetzt gehen wir normal. Jetzt drücke ich mal auf Shift. Da passiert nichts. Aber Leertaste. Hüpf. Yeah. Und auch da macht er ordentlich Schaden. Verliert aber auch sehr, sehr viel Ausdauer dabei. Cool. Okay, ja, wir sehen ihn jetzt ja hier nur im Dunkeln. Es muss ja nicht sein. Dein Eistitan hat einen Direwolf getötet. Echt? Nur durchs Drüberlaufen? War gar nicht meine Absicht. Tatsächlich, ich renne ja nicht. Ich gehe ganz normal. Ja, okay. Also wie gesagt, erstmal raus hier aus der Nachtglocke. Und dann gucken wir uns mal im Sonnenschein an. Ich glaube, ich werde dann aber sowohl den als auch den Wüstentitan, ich bin einfach mal so frei, dass ich hoffe, dass es klappt, werde ich dann vielleicht schon mal nach oben bringen zu der King-Titan-Plattform. Denn der Waldtitan, also ich weiß nicht genau, ob es bei dem ähnlich läuft. Der hat ja noch mal ein bisschen mehr Leben. Ich glaube, der hat
50.000 oder sogar 100.000 mehr Leben als dieser hier. Der Wüstentitan hat das wenigste Leben. Und ich weiß deswegen nicht, ob das Leben auch ausschlaggebend dafür ist, wie oft man diese Nodes treffen muss. Wir haben jetzt noch genau 3 übrig. Ich weiß nicht, ob es genau 20 waren, vielleicht war es auch 22 oder 23 oder irgendwie so. Wir haben ungefähr 20 gebraucht, theoretisch. Ja, hätte man natürlich nur 6 gebraucht. Wenn jedes Ding getroffen hätte. Aber ich wollte halt nicht zu nah rangehen, denn wenn der mich mit seinem Frostatem oder dem Frostball oder der kann ja auch so Frostspikes werfen, zumindest der Wilde, habe ich jetzt bei dem hier noch nicht gesehen. Das kann er ja machen und dann friert er einen ein. Und wenn man natürlich eingefroren ist, dann kann man ja auch nicht mehr schießen. Ist also sehr... Was jetzt? Der hängt an irgendwas. Ich weiß halt nicht, ob der irgendwie Fallschaden bekommt oder so. Deswegen will ich mal lieber ein bisschen vorsichtig sein. Wow, wir haben ihn. Wir gucken ihn uns mal an. Boah, bist du cool. Sehr, sehr schön. Okay, cool. Wir gehen aus dem K-Modus raus. Oh, wir haben irgendwas getroffen. Naja. Ja, man trifft ja auf Extinction immer irgendwas. Kalikuterium. So, so. Weil hier einfach so viele Tiere unterwegs sind. Wir können ja auch mal in seine Werte reingucken. Was hat er denn da so? 350.000 Leben, genauso viel wie der Wüstentitan. 10.000 Ausdauer, ich glaube. Genauso viel wie der Wüstentitan. 125,8 Schaden. Das weiß ich jetzt nicht, was der andere da hatte. Aber ja, ziemlich cool. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Skin. Wir bekommen natürlich keine Kopftrophäe von denen. Das heißt ja, wie gesagt, wenn ich die anderen besiegen will, dann muss ich mich richtig sputen und nochmal die anderen Titanen alle bekämpfen. Das heißt, ich muss ja nochmal 300 alleine schon an korrumpierten Herzen finden. Nur um die anderen Titanen nochmal zu beschwören. Weil ich hatte jetzt genau 300 und 500 haben wir für den Wüstentitan auf den Kopf gehauen. 100 für den hier. Das heißt, wir haben noch 105, um den Waldtitan nochmal zu machen. Und sollten wir den tatsächlich auch bekommen mit Zähmen, ja? Sollten wir das wirklich schaffen, dann, dann versuchen wir es mit dem Beta-Titan. Wie gesagt, nur der Wüstentitan und der Eistitan, glaube, das klappt nicht. Also mit nur der Wald und nur der Eistitan hätte es vielleicht geklappt, aber der Wüstentitan, ich glaube, der macht einfach nicht so viel Schaden. Hier habt ihr natürlich auch gesehen, der Sattel war drauf, sobald man den gezähmt hatte. Man muss da nicht extra irgendwie einen Sattel herstellen. Oh, der hängt aber wirklich an allem. Weg. Diese Zeitlupenkämpfe hier immer, lustig. Ja, genau. Also man muss den keinen Sattel bauen. Man kann die auch wieder bauen. Und auch auf dem, glaube ich, hat man diese magnetischen Füße. Können wir mal ganz kurz absteigen. Wir haben hier nicht dieses Symbol. Bei dem Wüstentitan hatten wir extra so ein Symbol. Können wir mal kurz gucken, wo sitzen wir denn überhaupt? Nein. Unsere kleine Kapsel. Da vorne in dem Häuschen, ne? Zwischen diesen links und rechts, diesen komischen Ohren oder was auch immer das ist, da sitzen wir in dem kleinen Häuschen. Hehe, cool. Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das doch so einfach ist. Also, dass sich die Titanen so leicht von allem anderen ablenken lassen. Das ist beim Waldtitan ist das ja ganz, ganz ähnlich. Der lässt sich auch sehr schnell ablenken. Der hat allerdings wesentlich mehr, fast nur Fernkampfattacken. Deswegen, glaube ich, wird der mit am schwierigsten, mal abgesehen davon, dass... Oh, wir haben schon wieder keine Ausdauer. Krass. Mal abgesehen davon, dass der Waldtitan eine sehr beengte Arena hat. Also man kann da nicht irgendwie großartig hin. An 2 Stellen sind da so riesige Felssäulen, da kann man halt nicht drüber. Und an den anderen Stellen ist zum größten Teil irgendwo ein Abgrund, wo man dann auch wieder nicht runter kann. Also das heißt ja, auf Distanz bleiben ist halt schwierig bei dem. Dann sind da überall die Bäume, die einen behindern, die einen ja auch schwächen. Da muss ja der Waldtitan gar nichts machen. Also man wird ja schon allein permanent vergiftet durch die Bäume, die da stehen. Und ja, deswegen glaube ich, weiß nicht, ist der vielleicht mit der Schwierigste. Wobei der total cool aussieht, wenn man ihn zähmt. Denn der hat die Korruption erst auf den Schultern und die letzte, weiß ich nicht, vielleicht auch an der Brust. Keine Ahnung.
wenn man die an den Schultern weggeschossen hat, dann fallen dem echt die Arme ab. Die wachsen auch gleich wieder nach. Aber das sieht so cool aus. Ich dachte, als ich das zum ersten Mal bei jemandem gesehen habe, dachte ich, ich sehe nicht richtig. Die haben den irgendwie kaputt gemacht oder so. Aber nein. Das ist echt super witzig. So, hauen wir nochmal hier auf den Rex. Matsch. 48.759 Schaden. Vermutlich, weil er... Vielleicht macht er gegen Korrumpierte mehr Schaden? Ich weiß es nicht. So, wir wollten ihn eigentlich da oben auf die Plattform bringen. Genau, ganz vergessen schon wieder. Ich muss mal gucken, welcher Weg da der einfachste rauf war. Nämlich nicht durch die Höhle. Man kann auch irgendwo links oder rechts außen rum. Ich glaube, rechts außen rum oder so. Weiß ich jetzt aber nicht so genau. Ja, das ist halt das Ding, ne? Wir haben jetzt sehr wenig Zeit. Also wir müssen jetzt noch versuchen, den anderen Titan zu zähmen. Und dann muss ich halt den ganzen Kram nochmal beschaffen, um dann die Titanen nochmal zu bekämpfen. Und dann können wir ja erst den King Titan nochmal bekämpfen. Und in der ganzen Zwischenzeit dürfen halt keine 24 Stunden vergehen. Das klingt jetzt eigentlich viel. Also auf dem Server würde ich sagen, ist es nicht zu schaffen, weil das heißt, ich müsste alles an einem Tag machen. Im Singleplay... Oh, ein Weihnachtsketzerl! Im Singleplay ist es jetzt nicht so sehr ein Thema, denn ich kann ja das Spiel einfach ausmachen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann läuft die Zeit ja auch nicht weiter. So, versuchen wir doch mal da hinzuspringen. Hüpf. Naja. So, ich hoffe, ich habe ihn gefunden, den richtigen Weg. Es ist doch ein ganz schönes Geschlinger hier drin. Ich bin hier auch noch nie gewesen. Ich glaube, da vorne, da oben rum und da kommt man dann eventuell nach oben. Könnte das der Fall sein? Da ist die Kampfmusik aus. Er macht ja auch nichts mehr. Meine Herren. Ist ein bisschen anstrengend, das Tierchen. So. Latsch. Nee. Komm, mach die Wivern da weg. Pounce. Sehr schön. Hep. Am besten, man springt immer aus der Gefahrenzone raus. Er ist wirklich sehr, sehr langsam. Also wirklich sehr langsam. Na gut, der ist riesig, ne? Der macht gewaltige Schritte. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg. Ob das jetzt der kürzeste war, weiß ich nicht. Der Waldtitan kann ja nicht springen. Es ist also schon sinnvoll, sich einen guten Weg auszusuchen. Ich habe es jetzt nicht probiert, ob man die einfrieren kann. Ne, wäre ja irgendwie cool, aber irgendwie habe ich den Eindruck, es geht nicht. Also wir können es natürlich mal ausprobieren. Ich weiß, dass wenn man die Tiere auf andere Maps transferiert, dann halbiert sich, glaube ich, die Zeit, in der man sie behalten darf. Na, jedes Mal, wenn ihr sie transferiert, habt ihr nur noch halb so viel Zeit wie vorher. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, dass, falls es klappt mit dem Einfrieren, könnte der das als eine Art Transferieren sehen. Und dann habe ich vielleicht nur noch die Hälfte der Zeit, deswegen lasse ich es einfach mal. Also wir können ja mal einen Pott dranhalten und wenn ich sehe, es klappt, dann höre ich wieder auf damit. Vielleicht, ja, klappt es aber auch gar nicht. So, das ist doch die Plattform hier oben. Okay, es ist also der richtige Weg, ne? Da hier zwischen den kleinen Bäumchen ist das Terminal. Und da spawnt dann der King Titan. Wie gesagt, wir können ja... Was jetzt? Hier geht nicht weiter. Doch. Hä? Ich wollte gerade sagen, jetzt darf man die hier nicht herbringen, oder was? So. Okay. Halt, stopp, ich gehe gar nicht mehr. Gut, nehmen wir mal so einen Kryopod. Habe ich noch einen leeren? Ja, gleich, weil ich packe nämlich jetzt den Managama wieder aus. Kann ich dich hier drauf auspacken? Hey, dachte ich mir schon. Passt nicht. Hä, hallo? Na also. So, kann ich dich einfrieren? Ne, es geht nicht. Er nimmt die Hand wieder zurück. Na schön, habe ich mir schon fast gedacht. Cool. Es ist so toll. Ich bin begeistert, dass wir das geschafft haben. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es wirklich doch so, ich sag jetzt mal, einfach ist, ja. Hätte ich echt nicht gedacht. Das Zähmen ist ja fast einfacher als das Beschwören. Als das Töten. Okay, cool, wunderbar. Wir gucken uns jetzt nochmal einen Explorer-Node an. Wir sind bei der Helena. Und zwar irgendwie sowas wie 22, 23 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ich glaube, die 21, die hatten wir schon. Genau, das war die letzte von ihren Träumen von leuchtenden Menschen und brennenden Himmeln.
Und die Nummer 22. Mittlerweile brauchen Mayhin und ich nur wenige Worte, um uns zu verstehen. Ich entschuldige mich dafür, ihr gegenüber die Geduld verloren zu haben und das war's. Sie weiß, wie schwer mir das fiel und ich weiß, dass sie mich nur beschützen will, auch von mir, vor mir selbst. Ich erzähle ihr auch von meinen Visionen. Sie tat sie als Unsinn ab, aber ich hege meine Zweifel. Je länger ich mich mit dem Prisma befasse, desto klarer werden die Visionen, von denen ich eine immer häufiger habe. In ihr sehe ich einen Raum in den Tiefen einer Höhle. Er ist sowohl Gruft als auch Thron. Eine sargähnliche Konstruktion ruht auf einer erhöhten Plattform, umgeben von silbrigem Metall und leuchtenden Kristallen. Die Wände glitzern und Licht kommt von oben oder unten. Keine Ahnung. Was soll das alles? Hat es irgendeine Bedeutung oder muss ich einfach nur mehr schlafen? Das ist vermutlich das, was sie da sieht. Klingt so ein bisschen so wie diese versteckte Kammer, die man in der Waldhöhle findet. Wenn man den Waldtitan beschwören will, da muss man aber durch so einen versteckten Tunnel oder irgendwo hochfliegen. Da sieht man halt zwischen den ganzen Kristallen und glitzerndem Metall diesen Sarg, dieses Bett, ein Tech-Bett. Aber ich würde doch sagen, dass an dieser Stelle die Folge für heute wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arc Storyline. Bis dann, ciao, ciao.